An Neujahr 2024 um 5.26 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Mucht zu einem brennenden Gartenhaus in die Straße Dörrenbitze alarmiert. Bei Eintreffen hatte sich der Brand über ein Carport auf das Dach eines Einfamilienhauses ausgebreitet, das nur 1,5 Meter entfernt stand, weswegen die Alarmstufe gegen 5.36 Uhr auf B4 erhöht wurde. Durch den kräftigen Wind angefacht, fraß sich das Feuer immer weiter durch das Wohnhaus. Mit einer Drehleiter wurden die immer wieder aufflackernden Flammen gelöscht. Die Löscharbeiten im Inneneingriff erwiesen sich als kompliziert, da das Haus zugestellt war.